Mahlzeit und guten Abend. Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Heute werden wir uns die Schlagfertigkeit anschauen. Eine Waffe, die ich tatsächlich eher als Fun-Waffe sehe, als eine wirklich richtige Waffe, mit der man entsprechend kämpfen kann. Falls ich hier falsch liegen sollte und man damit das krasseste und beste Setup der Welt machen kann und womit alle Höhlen gewonnen werden, schreibt es gerne in die Kommentare rein, würde ich nämlich sehr gerne wissen. Für mich, wie gesagt, ist es eine Fun-Waffe. Und in gewisser Weise kann man mit der Waffe auch spielen. Hierbei würde ich aber Rettet die Überlebenden wahrscheinlich eher als eine Mission wählen tatsächlich, wo die Waffe vielleicht Sinn machen könnte. Aber das sehen wir dann gleich natürlich in der Mission. Schauen wir uns jetzt erstmal an, wie ich sie geperkt habe. Einmal Angriffsgeschwindigkeit, zweimal Einschlag, einmal physisch und Schaden gegen Betäubte, in Strauchen geratene, eingefrorene und zu Boden geworfene Ziele. Der Kernvorteil ist 25% Einschlag und 400% oder Punkte, was auch immer, Wegstoßstärke. Keine Ahnung, was die 400 Wegstoßstärke sind. Keine Ahnung. Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ja, ihr könnt bereits sehen, wie ich sie geperkt habe. Dementsprechend könnt ihr auch in etwa euch vorstellen, warum ich Rettet die Überlebenden als Mission gewählt habe. Denn ihr kennt das bestimmt, der ein oder andere, die Überlebenden laufen einfach in die Höhlen rein, bleiben dann stuck und kommen da nicht mehr raus. Und diese Waffe könnte entsprechend, wenn ihr eh ein bisschen im Nahkampf-Setup unterwegs seid, diese Waffe würde euch da entsprechend unterstützen. 6000 Einschlag habe ich jetzt hier dabei. Und ich habe sie auch mit einmal Einschlag tatsächlich gespielt und ich muss sagen, Standardhüllen könnt ihr sowieso. One Hit, ja, ein Hit sozusagen und sie werden weggeschleudert. Bei einmal Einschlag, wenn ihr das bei fülligen Hüllen macht, braucht ihr drei Schläge, um eine füllige Hülle wegzuschlagen. Hier benötigt ihr mit dem Zweifacheinschlag tatsächlich nur zwei Schläge. Ich habe zwar auch Dreifacheinschlag mal mitgenommen, muss aber sagen, die Angriffsgeschwindigkeit sollte euch hier mehr zunutze sein als einen dritten Einschlagsperk. Weil, ja, wenn die schneller zuschlagt, könnt ihr natürlich auch häufiger hitten und die Hülle entsprechend wegwerfen. Ich würde die Waffe übrigens dann auch empfehlen, nicht auf Sonnenschein zu machen, wie ich das jetzt habe, sondern auf Breitcore. Dort erhöht sich nämlich auch die Haltbarkeit natürlich der Waffe nochmal um 75 Punkte. Und natürlich auch die Angriffsgeschwindigkeit der Waffe wird auch noch erhöht. Das heißt, ihr könnt deutlich schneller zuschlagen. Was ich aber hier gleich sagen werde, das werdet ihr auch noch in der Runde sehen, ist, sobald ihr zurückholt, um halt diesen, ist ja ein Baseballschläger, ihr kennt das bestimmt, Baseball ist das ja, ein amerikanischer Sport. Da ist es ja auch so, die haben ja den Schläger und holen entsprechend Anlauf sozusagen. Also sie holen aus und das wird ihr dann auch hier sehen. Das heißt, ihr habt zwar eine schnelle Angriffsgeschwindigkeit am Start, aber das, das Einholen oder wie habe ich das gerade genannt? Ich weiß es nicht. Aber ach, dieses Zurückholen sozusagen dieses Schlägers, um dann wieder für den nächsten Schlag bereit zu sein, ist circa eine Sekunde. Müsst ihr also darauf achten, also ja, da ist die Angriffsgeschwindigkeit vielleicht nicht so optimal, aber das nur so am Rande. Ansonsten, ich hatte mir überlegt, ein Helm-Setup zusammenzustellen, aber ja, man hat ja ganz gut gesehen, was sie nicht kann, Schaden machen. Ich habe sie zwar mit Damage mal probiert, aber ja, war nicht so optimal. So. Ansonsten, ich zeige euch auch hier nochmal kurz, ich habe die Variante ja schon am Start, nicht die, sondern diese hier, ja, mit der werden wir natürlich reingehen. Bisschen labern möchte ich noch, dementsprechend werden wir auch die Ladezeit ein bisschen überbrücken können. Diese Waffe ist nämlich eine Waffe, die ich hatte das Video bereits fertig gemacht, ja, hätte schon hochladen können, aber es hat mir einfach nicht gefallen. Ich musste das jetzt nochmal machen, heute ist glaube ich der 15. oder 16. Papierkrieg ist jetzt glaube ich die nächste Waffe, die kommen wird. Die letzte Waffe und dann wird dieses Video hier entsprechend hochgeladen und dann noch ein zweites. Dort wollte jemand nämlich wissen, welche Waffen gut genug sind in 140er, 160er Zonen, also in höheren Zonen. Und ja, da wird die Schlagfertigkeit nicht dabei sein, weil ja, das dazu, weil ich sie halt nicht als Damage-Waffe sehe. So. So, wir gehen jetzt einfach mal rein. Das nannte man also, dass man relativ schnell reinjoint mit der PS5. Das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Sache. Was ist denn hier eigentlich los mit den ganzen... Da ist der Kollege. War hier nicht noch der...
Gut, machen wir es so. Ja, ich muss irgendwie wieder an meine Mets kommen. Tut mir leid, Leute. Aber ich sehe schon, ich hätte mich hier gleich auf den Kampf konzentrieren sollen. Aber ihr könnt ja sehen, die Standardhöhlen werden zurückgeworfen. Die konnte gerade gar nichts machen. Hier haben wir einen Laserbrudi. Der kann auch wenig machen. Wir sollten erstmal vielleicht den Kleinkram hier kurz eliminieren, der uns hier vielleicht ein bisschen stören könnte. Dann werden wir uns natürlich gleich um den Laserbrudi kümmern. Ich muss aber sagen, ich hab ja gestern wieder Videos aufgenommen auf meinem Zweitkanal. Oder für meinen Zweitkanal. Ja, war relativ entspannt gewesen. Fallen-Videos nehme ich gerade auf, also stell die Fallen vor. Videos sind schon auf dem Kanal hoch, aber wie gesagt, werden wir dann sehen. So, jetzt noch natürlich nochmal hier die Kollegen eliminieren. Schön ist hier auch, dass der Leitschan kritten kann. Man hier ganz gut sehen kann. Phantom ist geil. So, guten Tag. Guten Morgen. Ah, ich kann sehen. Was ist los? Alles in Ordnung. Sie stehen da so dicht an der Kante. Ja, man merkt schon, macht Spaß, die Waffe zu spielen. Schnappen wir uns auch schnell den Loot vom Vogel. Gleich. Ah, hier, genau. Eigentlich will ich nur die Batterien oder entsprechend die Planken haben. Vorne war irgendwie auch noch einer gewesen. Naja. Gehen wir mal weiter. Wie gesagt, wir suchen uns jetzt mal füllige Hüllen noch aus. Und ja, ihr konntet eigentlich ganz gut sehen, was die Waffe kann. Hauptsächlich die Kollegen wegschleudern. Ja, da haben wir sogar Glück. Das ist ja wie eine Wurst, bin ich. Wollen hier natürlich nur die füllige Hülle haben. Was anderes will ich nicht haben. So. Freizeit. So, füllige Hülle haben wir statt. Ja, sind jetzt glaube ich 3 Schläge. Könnte auch sein, dass der Einschlag gestackt wird nach einer gewissen Zeit, was ich gesehen hatte. Da hatte ich nur 2 Schläge gebraucht. Ja, das heißt, hier habe ich jetzt eine Fehlinformation rausgehauen. Wie gesagt, ich habe das gerade getestet nochmal und da habe ich gesehen, dass ich halt nur 2 Schläge brauchte. Ist jetzt halt natürlich ein bisschen doof für mich. Dann verzeiht mir. Aber ja, ich hoffe, euch stört das halt nicht. Man sieht es ja hier relativ deutlich. 2 Schläge gebraucht. 3 Schläge gebraucht, um die zurückzuwerfen. Wie gesagt, kann sein, dass sich der Einschlag stackt. Das heißt, wenn du zu viel Einschlag rausgehauen hast, ja, dass dieser Einschlag dann gestackt wird und dass du dann immer nur noch 2 Schläge brauchst, um entsprechend dort ja, mit diesem Einschlag zu arbeiten. Kann natürlich auch sein. Wie gesagt, da will ich jetzt entsprechend auch keine weiteren Informationen geben, weil das weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Aber das konnte ich mir ganz gut vorstellen, warum bei mir das so warum ich da 2 Schläge brauchte und keine 3. Ja, das dazu. Vielleicht finden wir hier nochmal eine andere Hülle, die wir hier mitnehmen können. Ah, wir haben jetzt hier nur die Standardhüllen am Start. Füllige Hüllen hätte ich jetzt hier lieber. Ein Smasher wäre natürlich auch nochmal optimal. Aber wir haben, glaube ich, kein so großes Glück. Wir können auch einen kleinen Trick. Mache ich häufiger tatsächlich, wenn ich meine Ziele nicht finde. Also meine Hüllen an sich. Oh. Hi. Doch noch völlige Hüllen gefunden. Aber auch wieder physische. Oh, wir haben einen Smasher. Dann nehmen wir den Smasher natürlich mit. Aber den Kollegen, den nehmen wir mit. Den ziehen wir auch gleich mal mit. Den hast du noch? Ja, das war auch mein Sinn gewesen. Normalerweise kannst du die bisschen... also du kannst halt um sie herumlaufen. Und irgendwann kannst du die halt hitten. Ja. Jetzt habe ich 3-mal getroffen und da ist nichts passiert. Wie gesagt, man muss da ein bisschen schauen und dann kann man sie hitten. Aber ich finde es jetzt auch interessant, dass ich jetzt hier auch mehr Schläge gebraucht habe. Eitan ist auch am Start. Wir sollten hier hingehen. Wie gesagt, Lager habe ich jetzt nicht das Interesse, das zu machen. Also sich einfach hier bei der Elementarhülle nochmal anschauen.
bei dritt. Ja, ich glaube, weil es so schnell geht, könnte sein, dass ich da den Fehler gemacht habe. Aber ihr könnt jetzt sehen. Doch. Er könnte auch aufstehen und gegen mich fighten. Aber irgendwie, ja, ich glaube, ich muss hier nicht viel sagen. Wie gesagt, das hat man auch am Anfang gesehen, was die Waffe kann. Wir werden uns jetzt noch den Smasher hier vornehmen. Ist auch geil, dass bei der Phantom, also der Schalldämpfer wirklich Sinn macht, ja, dass die Höhlen da nicht sofort reagieren. Hops. Bei den Smasher mal mit. Ich glaube, im Tanz des Smashers hatte ich euch das ja gezeigt, wie man gegen Smasher kämpft. Interessant, dass er mich gehittet hat. Wieder interessant, dass er mich gehittet hat. Macht einfach Spaß. Und warum auch immer der jetzt nicht gezählt hat, aber er hat nicht gezählt. Ich noch vom letzten Video. Haben wir jetzt hier die Sachen nicht ausgewählt. Ups. Ich auch hier eine Hülle noch am Start. Jetzt kommen Sie mal her. Jetzt aber, hoffentlich. Ja, anscheinend darf man nicht zu nahe stehen. Vielleicht muss ich das noch mal ein bisschen besser timen, aber irgendwie, keine Ahnung, der Einschlag scheint mich auch irgendwie zu treffen, aber ich weiß nicht warum. Schon wieder. So, hä? Ist gerade richtig komisch. Gut, versuchen wir es gleich nochmal. Hat hier auch schon wieder nichts kaputt gemacht. Der scheint ein bisschen buggy zu sein. So, schlägst drauf. Ich habe ich einen versehentlichen Doppelsprung gemacht. Nochmal. Du schlägst. Keine Ahnung. Vielleicht stand ich zu dicht dran. Könnte wahrscheinlich sein. Ja, wahrscheinlich zu dicht. Darf man nicht zu dicht dran stehen. Aber ihr könnt sehen, man kann den Kollegen richtig bespaßen. Ey, wie. Als ob. Ihr könnt einfach mal sehen, wie oft ich gekrittet habe. Unglaublich. Ja, das ist die Schlagfertigkeit. Wie gesagt, finde ich, als Fernwaffe ist es schon eine recht gute Waffe. Man kann entsprechend ja auch was hier in der Zone machen. Muss man aber für sich sehen. Ich würde jetzt einfach mich verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Und